Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Division News. Ja, das Update 1.7 ist nun seit einiger Zeit draußen und mit dem Update 1.7 sind auch wieder einige Spieler zurück zu Division gekehrt. Mich mit inbegriffen, ich bin ja nun auch wieder da und mir macht das Spiel momentan auch wieder Spaß. Und man muss einfach sagen, seit 1.7 nun draußen ist, gibt es auch endlich mal wieder ein bisschen mehr zu berichten. Also in der Zwischenzeit vor Update 1.7 war es ja wirklich so gewesen, dass immer nur so wirklich Mikrohäppchen, sag ich mal, aufgetischt worden. Und deshalb habe ich das einfach auch so gesehen, dass sich in der Zeit halt News zum Thema Division nicht wirklich gelohnt haben. Aber momentan muss man sagen, geht da doch wieder einiges. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, werde ich halt die Rubrik Division News wieder regelmäßig einführen. Jedenfalls so lange, wie es Sinn macht und solange es Dinge zu berichten gibt, werdet ihr hier auf dem Kanal wieder mit News zum Thema Division versorgt. Ja, also gucken wir als erstes nochmal ganz kurz nochmal auf das aktuelle State of the Game zurück. Da ging es nochmal um diese Bestenlisten-Thematik und diese Masken-Thematik. Es war ja so gewesen, dass wirklich nur ein minimaler Teil aller Spieler wirklich diese Masken bekommen hat und dass es da wirklich viel Irritation und Verwirrung gab. Und deshalb hat Massive sich das Ganze jetzt nochmal angeguckt und musste da halt zugeben, dass nicht nur die Kommunikation mit der Community da nicht gestimmt hat, also dass Massive da einfach sich missverständlich ausgedrückt hatte im Vorfeld, sondern dass einfach auch die Berechnung dieser besten Listen nicht wirklich funktioniert hat. Umdrein war das ganze System auch total verwirrend mit dieser ganzen Berechnung, betreff des Rankings und so, und deshalb soll das Ganze jetzt auch nochmal überarbeitet werden. Da das Ganze ja nun so ein bisschen in die Hose gegangen ist, hat sich Massive dazu entschieden, nachträglich allen Spielern die fehlenden Masken zu spendieren. Das heißt halt, dass Spieler der Top 85% eine Maske bekommen, die Top 30% bekommen zwei Masken und die Top 10% bekommen drei Masken. Das Ganze soll wohl in den nächsten Tagen vonstatten gehen. Wann genau jetzt diese Entschädigung kommt, das wurde da nicht genau gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass es ein paar Tage dauern wird. Ja, dieser Fauxpas, der wirkt sich auch auf das zweite globale Event aus, und das ist dann schon wieder was, ja, wo man so ein bisschen enttäuscht sein kann, nämlich der zweite globale Event, der wird Überfall heißen, das weiß man nun schon, und dabei geht es halt darum, wer näher am Gegner steht, macht mehr Schaden, wer sich entfernt, kassiert mehr Schaden. Also das Ganze hört sich wieder ganz spaßig an, man muss da halt dann wieder mal ein bisschen seine Taktik überdenken, das ist ganz okay, aber, und jetzt kommt das große Aber, aufgrund dieser ganzen, ja, Bestenlisten-Thematik, aufgrund dieses Fauxpas, das es da einfach mit der besten Liste gab, wird sich dieses zweite globale Event um ein paar Wochen nach hinten verschieben. Das heißt, dieser ganze globale Eventbereich, der wird jetzt erstmal wieder halt brach liegen, und das finde ich persönlich dann doch ein wenig enttäuschend. Aber wie gesagt, das hier sollte jetzt auch nur nochmal so ein kurzer Recap auf das State of the Game sein. Da wollte ich eigentlich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Nämlich, was wirklich tatsächlich interessant ist, ist das, was momentan mit dem offiziellen Twitter-Account von Division passiert. Da scheint es nämlich so, als ob die Plünderer das Profil übernommen haben. Und natürlich haben sie das nicht, aber man lässt es so aussehen. Und ich finde, das ist momentan so ein ganz netter Gag, um eventuell schon mal die Spielerschaft auf das Update 1.8 vorzubereiten, wobei das noch nicht ganz klar ist. Also zurzeit kann man davon ausgehen, dass es halt wirklich ein Teaser auf das Update 1.8 ist. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch hier jetzt im Hintergrund, und es war halt einfach so, dass halt die Plünderer sich Zugang zum Twitter-Account des Spiels verschafft haben und auch gleich das Profilbild geändert haben in diesem Schlagring und in den letzten Tagen dann halt auch über diesen Twitter-Account drei Tweets abgesetzt haben. Die Tweets blende ich euch da ja jetzt gerade ein. Außerdem wurde auch das Hintergrundbild gewechselt und auf dem Hintergrundbild konnte man zwei neue Koordinaten sehen. Natürlich werden jetzt schon im Netz, auf Reddit und so weiter, die wildesten Theorien halt aufgestellt, was das Ganze denn nun zu bedeuten hat. Da gibt es halt verschiedene Ideen, die die Leute da haben. Ja, zum einen überlegt man, ob das vielleicht aufs nächste globale Event hindeutet, wobei das, glaube ich, eher unwahrscheinlich ist, weil aufgrund dessen, dass sich ja dieses nächste globale Event so weit nach hinten verschiebt, würde das jetzt irgendwie nicht wirklich passen.
Eine andere Vermutung geht eher in die Richtung, dass das Ganze vielleicht was mit dem Central Park zu tun hat. Also es gibt ja verschiedene Hintergrundbilder mit verschiedenen Koordinaten und diese Koordinaten, die deuten wohl auf die einzelnen Eingänge der Dark Zone, die halt auch zugleich in Richtung Central Park zeigen. Aber auch das muss man eher mit Vorsicht genießen, nämlich als damals im März die Jahr 2 Inhalte vorgestellt wurden, da wurde ja bereits von Entwicklerseite halt ganz deutlich gesagt, dass man die Spielwelt nicht erweitern würde, also von daher, ja, kann man das eigentlich auch ad acta legen. Eine andere Theorie, die halt zurzeit noch existiert, ist die, dass man halt, wenn man über die Mega-Map halt zu den Koordinaten geht, die da veröffentlicht worden sind, dass man dann halt bei den Missionen Madison Feldlazarett, Napalm Produktionsstätte, Polizeiakademie und Lexington Event Center landet und halt nicht am Startpunkt dieser Mission, sondern halt immer dort, wo der Endboss ist. Und wenn man sich dann halt die Tweets der Plünderer da nochmal genau anguckt, dann bekommt man ja so ein bisschen den Eindruck, als ob die Plünderer damit einfach sagen wollten oder sagen wollen, dass sie sich halt bisher ja quasi sehr unterdrückt von den anderen Fraktionen gefühlt haben und nun halt auch mal eine entscheidende Rolle spielen wollen. Und das alles deutet dann im Endeffekt, glaube ich persönlich auch, am deutlichsten eigentlich auf die Inhalte vom Update 1.8 hin. Und wahrscheinlich wird es da halt so sein, dass da die Plünderer einfach im Fokus sind, weil warum sollten sie sonst jetzt den Twitter-Account übernehmen? Und da man ja schon weiß, dass mit Update 1.8 halt nicht einfach nur irgendwie ein paar neue Events oder so ins Spiel kommen, sondern halt wirklich neuer Content in Form von, ich denke mal, Missionen und so, könnte das einfach heißen, dass man so die Story weiterspinnt, dass halt in irgendeiner Form die Plünderer da eine große Rolle spielen. Man muss dazu auch im Hinterkopf behalten, dass die Plünderer bisher die einzige Gruppierung sind, die noch keinen eigenen Übergriff, also keine eigenen Incursion hatten und auch sonst irgendwie ja eher so eine Randrolle spielen. Von daher wäre das alles am ehesten vorstellbar. Also ich persönlich denke deshalb, dass man mit dieser Twitter-Account-Übernahme einfach die Spieler schon mal auf das Update 1.8 einstimmen möchte. Ich finde, das Ganze ist eigentlich ein ganz cooler Marketing-Gag so. Das Ganze finde ich ganz witzig gemacht. Und was am Ende dabei rauskommt, muss man natürlich jetzt mal gucken. Aber es ist ja immer nett, wenn man schon mal im Vorfeld ein bisschen spekulieren kann. Was denkt ihr denn, was dieser ganze Twitter-Unsinn soll? Habt ihr da auch eine Meinung? Seht ihr das ähnlich wie ich? Glaubt ihr, das Ganze weist auf Update 1.8 hin? Oder seid ihr doch eher einer anderen Meinung? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten soll es das jetzt auch für diese News-Folge gewesen sein. Wie gesagt, ich werde versuchen, in nächster Zeit wieder öfter News-Folgen rauszuhauen. Wenn es weiterhin wirklich relevante Themen zu Division gibt, dann wird es hier auch News geben. Ansonsten gilt jetzt wie immer, wenn euch das Ganze hier gut gefallen oder unterhalten hat, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um weiterhin mit Division und anderen Videos versorgt zu sein und mir bleibt am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.